ICE Betriebswerk nach München. Bereiten Sie den ICE für seinen Einsatz vor. Baureihe 403, Deutsche Bahn, 435 Tonnen schwer, 8 Wagen insgesamt und 199,4 Meter lang. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TrainSimWorld 2. Der Danny spielt das. Wir werden heute einen ICE 3 für seinen Einsatz vorbereiten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Es ist früh am Morgen, 5:19 Uhr, um genau zu sein. Und dementsprechend dunkel ist es natürlich noch. Aber das dürfte uns jetzt nicht allzu sehr abhalten hier. Wenn jetzt mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Werden Licht einschalten. Bestimmte Fernlichter, lassen wir das mal. So, was haben wir hier noch? Mikrofon brauchen wir nicht. Kupplungssteuerung brauchen wir auch nicht. Türsteuerung brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch die Federspeichenbremse. Lösen. So. Dann dürften wir eigentlich soweit abfahrbereit sein, wie es so schön heißt, oder? Zuvor aber noch, natürlich. Ach, das war verkehrt. Auch für diese Fahrt gilt natürlich PZB und SIFA. Wo schaltet man das nochmal ein? Ich glaube, da an den Seiten, ne? Ich glaube, das war da an den Seiten, wo man das einstellt, oder? Ich jetzt nicht ganz vertue. Was ist das? Entkuppeln. Mittlere Kupplungssteuerung. Wo war das jetzt noch? Oder war das irgendwo? Wo war das denn nochmal? Kann mir das mal jemand erzählen? Wo konnte man das nochmal einstellen? Muss man da durch den ganzen Zug? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Wo konnte man nochmal PZB-SIFA einstellen? Sagt mir das nochmal jemand. Nee, man muss doch dafür nicht durch den ganzen Zug laufen. Wo war das denn nochmal? Wo ging das? Ach, da unten. In dem Schrank. Genau. Jetzt habe ich es. Das hier ist SIFA. So. PZB. Und LZB, wobei wir die mit Sicherheit nicht brauchen werden. Aber lassen wir das einfach mal. Batteries ein. So. Schrank zu. Dann können wir uns wieder in unseren Arbeitsplatz, setzen. Und dann geht die wilde Fahrt los, würde ich sagen. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und werden uns in Bewegung setzen. Wir werden natürlich zuvor noch die AFB einschalten. Nicht, dass man wüsste, wie das jetzt wieder geht. Ach, komm, egal. Los geht's. Auf geht's Richtung Sonnenaufgang. Wunderbar. Dürfen wir uns denn befreien? Zugbeeinflussung. Ja, wunderbar. Zugbeeinflussung. Wunderschön, wunderschön. So, mehr als 25 dürfen wir sowieso nicht fahren, weil Rangierfahrt.
So. Jetzt 30, da sind wir ja sofort. Fahren hier ganz geschmeidig durch München bis zum Hauptbahnhof. Und drücken natürlich zwischendurch die SIFA, wie es sich gehört. München am frühen Morgen mit Sonnenaufgang, ein wunderschönes Bild, muss man wirklich sagen. Zwischendurch noch ein wenig Martinshorn dabei, traumhaft. Also ich freue mich wirklich auf Train Symbol. Ach, habe ich jetzt nicht quittiert oder war das die SIFA? Ach, wenn man einmal quatscht. Ach, es ist nicht einfach. Da quatscht man zu viel und schon haut es ein in die Zwangsbremsung. Na egal, kann passieren. Zugbeeinflussung. So, wir stehen jetzt erstmal noch eine Weile unter Einfluss. Das heißt, wir wollen schön bei 40 bleiben. Sind ja sowieso gleich am Ziel. Nämlich eine 1000 Hertz Überwachung. So, 500 Hertz. Zugbeeinflussung. So, da vorne müssen wir auf jeden Fall quittieren. Was kassieren wir denn? Ich hab doch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Da vorne ist das Signal. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, ist so. Ja. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Kaum sagt man es, wird man schon gebremst. Zum Kotzen. Mann, 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 ist nicht einfach. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich verkehrt gemacht habe. Ich werde zu schnell, das ist verkehrt. Viel zu schnell. Erstmal raus aus der Überwachung. Bin ich echt gespannt, ob wir die goldene kriegen. Ein bisschen aufschalten hier. Jetzt schließe ich 3,5% bergauf. Stehen bleiben wollen wir ja nun gerade nicht. So, dann machen wir uns jetzt großen Schrittes näher dem Hauptbahnhof. Da kommt jetzt gleich die Hackerbrücke. Und die Sonne geht auf, es wird langsam Tag hier in Bayern. Traumhaft. Wunderbar. Da fährt er, unser ICE. So, wir werden mal ein bisschen langsamer werden. Ja, gleich 30. Wunderschönes Bild. Wunderschön.
Da kommt die angesprochene Hackerbrücke. Also ich freue mich wirklich mega auf Trainsim World 3, mega auf Trainsim World 3 mit dem ICE 1, mit der neuen Strecke Kassel-Würzburg, mit dem Wetterfeature Schnee und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum noch erwarten, habe es mir auch schon direkt vorbestellt und bin echt gespannt, wie sich das spielen lässt und es gibt wird dazu natürlich ein Video geben von mir, ganz klar. Wenn ich schaffe, auch einen Livestream. Ich kann nicht versprechen, dass es direkt an dem Tag des Releases geben wird, weil ich dann arbeiten bin. Aber es wird dann an dem kommenden Wochenende, also dem Wochenende drauf, wird es dann ein großzügiges Video von mir geben zu diesem neuen Teil von Trainsim World. Ihr werdet da nichts verpassen und freut euch drauf, seid gespannt. Das alles dann auf meinem Kanal. So, und langsam fahren wir dann ein in den Münchner Hauptbahnhof. Traumhaft. Nichts los hier. So wie es so aussieht, bis jetzt sind wir die Einzigen. Oder steht da irgendwo ein Zug? Ich sehe im Moment noch nichts. Noch nicht mal eine S-Bahn, die irgendwo rumfährt. Also ziemlich tote Hose um 5:30 morgens. Da steht ein ICE schon im Bahnhof. Ich sehe es. Links, schräg links. So, wir werden auf Gleis 15 einfahren. Wunderbar. Was ein langer Weg bis zum Bahnsteig. Kommt einem ewig vor mit 30. Und da steht ein Regionalexpress mit einer Baureihe 143, wenn ich richtig gucke. Oder ist es eine 46? Nein, ist eine 146. Ich verbessere mich. So.
man hier ungefähr auf dem Punkt anhalten. Stopp. So, Ziel erfüllt. Dann bin ich ja mal gespannt. Na, immerhin Gold. So, das war's dann mit diesem Video und mit diesem kurzen Szenario. Betriebsfahrt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wer nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny spielt das und nicht mehr lang, dann gibt es Train Sim World 3 und ich denke, darauf freuen wir uns alle. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Bye, bye.